Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, guten Morgen zum Abschlusswebinar für das erste Quartal 2019. So schnell rennt die Zeit. Man glaubt es ja kaum, oder? Ratzfatz, das erste Vierteljahr rum. Diese Veranstaltung ist auch die letzte für unsere kostenlose Gäste. Ich weiß, der ein oder andere denkt es bestimmt. Wie kostenlose Gäste, davon haben wir doch genug. Nein, hier nicht. Hier sortieren wir ein bisschen. Wir wollten diese Woche ein bisschen zeigen, wie wir arbeiten, was wir machen, wie wir uns unsere Marken erarbeiten. Deswegen sind auch die Aufzeichnungen öffentlich gestellt und bei Facebook die Uploads von oder die YouTube-Videos hochgeladen. Vielleicht können wir den einen oder anderen davon überzeugen, dass wir hier von Volkspro mit über 1300 Mitgliedern nicht der schlechteste Haufen sind, der sich hier an der Börse rumtreibt, und dass wir versuchen, hier gemeinsam was zu erreichen. So, bevor ich jetzt ein bisschen was erzähle, ich habe ja einen Teil schon im Blog geschrieben, heute früh. Aber ich sehe, hier sind viele Gesichter. Gesichter schreibe ich mal in Gänsefüßchen, ne? Sind viele Nasen von gestern ja auch heute wieder anwesend. Hoffentlich trete ich jetzt keinem zu nahe, der vielleicht keine Nase hat hier. Oder der eine lange Nase hat und sagt, okay, ich mit meinem Zinken, ich brauche zu viel Platz. Was stand denn gestern auf dem Plan? Wir haben gestern ziemlich klar zwei Marken erarbeitet. Eine im DAX und eine im Euro. Na, wieder keiner aufgepasst. Zu faul zu tippen. Noch nicht wach. Soll ich nochmal einen Wecker klingeln lassen? Das ist mager, was hier reinkommt. Ich sage mal dafür, dass die Bude ziemlich voll ist. Aber ich weiß, hier sind glaube ich, jede Menge Seeleute, ne? Die sagen, okay, NDR1 bringt morgens auch nur scheiß Musik. Dann hören wir lieber mal bei dem Vogel von im Webinar zu. Die bringt schon wieder Helene Fischer. So. Na gut, der ein oder andere Stammkunde hat ja anscheinend ein bisschen aufgepasst. Wer hat die Marken denn von euch genutzt? Fangen wir mal im Euro an. Und da nehme ich mal diese Geschichte raus.
ganz bewusst. Wir haben hier gestern diese Linie eingezeichnet und wir haben gestern in diesem Bereich, gestern früh, geschortet. Ja, alles soweit richtig. Ich erkläre die Marken gleich. Ich wollte nur mal gucken, ob ihr überhaupt aufpasst hier, ob ich mir nächste Woche überhaupt noch morgens einen Wecker stellen soll, ob ich sage, ich lasse es lieber. Wir haben diese Position auch begleitet gestern früh auf Facebook und haben, als er diesen Bereich hier unten angelaufen ist, haben wir, ich kann ja mal gucken, ob ich es finde. Nee. Mal gucken. Upp. So. Short bei 1,1259, Ziele 1,1240, 1,1234. Alternative. Na, wir können mal gemeinsam drauf gucken, da, ne? Damals Short bei 1,1259 haben wir im Webinar gemacht. Ziele 1,1240 und 1,1234. Alternative Tagesziel. Mein Tagesziel ist bei 1,1247 erreicht und ich steige mit 50% aus in der unsicheren Lage. Aufzeichnung des Webinars kommt in 30 Minuten. So, jetzt schauen wir uns das ganze Theater an. Da unten haben wir die 47 erreicht. Da unten ist er genau hingelaufen. Wir sind von der 59 gekommen. Wir gucken uns das gleich im 1 Minuten mal an. Wir sind von der 59 gekommen bis zur 47, sind 12 Punkte. Dann diese unsichere Lage. Das ist das, was ich mit unsichere Lage meinte. Hier sind unsere Zielbereiche, hier haben wir die unsichere Lage und deswegen hier unten die Hälfte raus. Und den Rest habe ich nachher hier rausgeschmissen. Das ging allerdings zu schnell. Das war auch gut so, weil von da unten nachher der erste Lauf da hoch, der hätte eigentlich bis zur 92 laufen können, der erste bis zur 76, dann kurzer Rücklauf, dann wieder hoch und dann wieder runter. Wir hatten als Tief gestern anvisiert 1,1241. Und vielleicht 1,1222. 1,1241 war angesagt und die haben wir dann gestern Nachmittag haben wir sie bei 1,1241,8, also 0,8 Pips. Das kann man, glaube ich, unter Unschärfe verbuchen. Diese Umkehr hier kennt man in 5 Minuten. Schöne Formation. Also, ich sag mal, ich habe dir vielleicht ein paar Jahre voraus. Das ist ein Vorteil. Aber, dass diese Kerze mit dieser langen Lunte und diese blaue Fastkreise und danach noch ein nachlaufendes Tief und hier ein Hammer produziert und der nachher blau nach oben geschossen wird, ist optisch, glaube ich, sag mal, ziemlich klar erkennbar. Training, mein lieber Klaus. Training. Aber ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, sehen wir uns ja in Lohr, ne? Bild mitbringen, machen wir. So, was haben wir heute? Heute haben wir das Spiel, so wie es aussieht, umgekehrt. Hier haben wir jetzt genau diese Nummer hier oben.
diese Umkehr. Wir bewegen uns allerdings, Bewegung, dieser Abwärtstrend ist gebrochen. Wir haben hier kein tieferes Tief, aber wir haben höhere Hochs. Damit sind wir hier logischerweise in einem Aufwärtstrend. Wir haben deswegen auch einen blauen Hintergrund. Hier machen uns jetzt momentan die Zielbereiche einen Strich durch die Rechnung. Und das ganze Szenario von gestern, ich male da mal eine Linie rein, da sind die Tiefs von gestern, die könnten heute nochmal nach unten durchschossen werden, um die Stops dort unten einzusammeln. Und dann ist die 1.1222 ist heute hinfällig, aber wir haben die 1.1236 und 1.1233 hier als Potenzial für Long-Einstiege. So. Und das machen wir mal ein bisschen bläulich, ne? Himmelblau. Mein Enkel ist ja auch ein Junge. Kann man auch mal blau machen. So. Hier unten hätten wir heute eine Chance, wenn wir Spikes dort runter kriegen. Hier. Wenn wir hier unten Spikes hinkriegen, dann kann man diese, wenn man ähnliche Formationen, so wie wir sie eben gerade gesehen haben, hier produzieren, kann man diesen Bereich für Long-Einstiege nutzen. So. Da einfach hin. Da unten. Kiste reinmalen, aufpassen. Ansonsten Euro pro. So, der Günther hat es sehr sauber erkannt. Er baut hier eine Raupe auf. Oh, das Bild ist hängen geblieben, ne? Obwohl die Raupe ja nicht gebaut hat. Die Raupe hat ja nur gefressen, bevor sie ein Schmetterling geworden ist, ne? Letzte Woche Mittwoch. Und dieser Schmetterling hat dann gemerkt, okay, aus dem Raupending ins Kirchen hier, aus dem Raupenpanzer raus, dann ist hier draußen kalt und hat sich wieder zurückgezogen. Ziele nach oben. So, jetzt die Frage werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Ziele nach oben. Wer möchte die beantworten hier? Welche Ziele hätten wir denn nach oben? Was könnten wir denn nach oben bauen? Welche Chancen hätten wir denn nach oben? Die Frage ist sowas von einfach zu beantworten. Wir haben es gestern früh vorgemacht. Ziele nach oben 1.1140, Lutz, das ist richtig. Ziele nach oben 1.1140, genau. Das ist meine Marke. 1.1266, 1.1263, 1.1286, 1.14. Ah, sorry, Lutz, okay. Schneller Finger, zu schnell auf der 1, du zitterst noch, ne? Nimm Cognac zum Frühstück. 1.1263. 1.1280. 1.1268. Ja. Überall die gleiche Marke. Immerhin, die Marken sind schön. Aber wir reden ja von das. Ihr wurde ja gefragt nach dem Ziel. Hier unten haben wir die Kiste.
Und wir sind hier, ich sag mal, bummelig 100 Leute. Eine einzige Antwort. Mirko, Glückwunsch. Eine einzige Antwort, die man hier akzeptieren kann. Wir sind 100 Leute. Und eine einzige Antwort, die man akzeptieren kann. Was haben wir gestern gemacht? Wie sind wir gestern in den Markt eingestiegen und wie haben wir gestern gehandelt? Guckt euch die Aufzeichnung an. Und dann ist gut. So, ich mache die mal wieder an. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, 1.12.63, 1.12.66, ja, kann man machen, volle Granate. Aber ich komme von der 1.12.33. Von der 1.12.33. Wenn das denn so aufgeht, ne? Wenn das Setup so kommt, wie ich das will, kommen wir von der 1.12.33. Und dann reagiere ich. Ne? Ich reagiere doch dann das erste Mal von der 33 kommt, reagiere ich hier knapp über der 44. Mein Tagesziel sind 12 bis 15 Punkte. Hier muss ich doch das erste Mal reagieren. Ich habe es gestern geschrieben, die Hälfte der Position rausgeschmissen, Tagesziel im Sack und dann der Rest kann kommen, was will. Dann ist es mir doch scheißegal, hopp oder top. Wir haben nach oben bis jetzt nur ein Ziel benannt, womit man dann die halbe, wohin man auch die halbe Position laufen lassen kann. Wenn die Break-Even abgesichert ist, dann kann ja nichts passieren. Dann ist diese halbe Position drinne, BE abgesichert, das heißt Verluste sind ausgeschlossen, dann kann ich die laufen lassen. Und Ziel oben haben wir immer noch 1,50. Ne? Da reden wir von 300 Punkten. Anderthalb Monatsziele, stellt euch vor, er ist am Montag bei 1,15,40, ihr habt 300 Punkte und könnt bis Mitte Mai frei machen. Harald, das buche ich jetzt mal genau so ein, genau hier unten die Umkehr, dann bis an die 45 hier. Hier haben wir nochmal, hier sind wir dann wieder an der roten Linie, an der, hier muss man schon mal aufpassen, wenn er die durchballert, haben wir natürlich eine Chance, auch die Linie hier oben zu holen. Und hier oben kann man dann mit der zweiten Hälfte der Position, kann man schauen, ob man sich eventuell das zweite Tagesziel sichert. So, genau, 10 Lot, ja, man hätte ja auch die 10 Lot von der 1.12.77.1 durchlaufen lassen können bis an die 12.41, ne? Dann hättest du morgen Kilometer gespart, dann hättest du einen Heli nehmen können. Dieses Beispiel werde ich mal irgendwann auseinanderpflücken, wenn ich darf. Okay, also hier schön aufpassen, ne? Solange wir hier so rumeiern, ist ja nicht viel zu holen. So, gucken wir uns den Bruder mal noch an. Was haben wir gestern gesagt? Wo sollte er hin? Eins, 15.05. Gestern früh haben wir noch gesagt, vorgestern
ist er von der 11-4, ist er runter an die 11-3, wurde dort mit Schmackes dann zurückgeschmissen und hat die 11.400 direkt kaputt gemacht. Das sieht erstmal für die Bären nicht gut aus, deswegen gucken wir uns aber gleich übergeordnet nochmal an. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben Potenzial bis 11.505 und 11.540. Meinem Kumpel Dirke geschuldet, 11.481, die hatte er auf dem Deckel, ich weiß nicht, wo die her hat, hatte sie nicht. Die hatte mir geflüstert, war fairerweise nicht meine Marke, deswegen habe ich sie erwähnt. Wir haben drunter geschrieben, selbst die 11.600 würde, Rechtschreibfehler, wer so eine Rechtschreibfehler findet hier übrigens, der kann sie gerne behalten, ne? Würde das fallende Szenario noch nicht gefährden, aber die Marken sind als Ziele zu schwach. Eine Umkehr ist jederzeit möglich. Gestern Morgen hier hier mal den Turnmaxe gemacht hier, ne? Hier in diesem Bereich. Zack. Da. Immer wieder mal nach oben, auch um 8, Punkt 8, schön nach oben. Weder die 81 geholt, noch die 500 geholt. Einfach nur mal so bis zur 69, um dann abzutauchen um 100 Punkte nach unten. Und dann 100 und wir kommen von der 11.365, um dann direkt 140 Punkte nach oben zu schießen. Die Übertragung ist zu langsam. Ist irgendwas unscharf oder der Ton schlecht oder? Nee, das ist hier nicht. Also bei allen anderen ist es gut, mein lieber Patrick, nur bei dir. Okay, wir haben gesagt, die 11.505 und dort haben wir, da, als High die 11.505,05. Ich habe diese Marke um 0,05 Punkte, ja, auch das würde ich mal als Unschärfe bezeichnen. So, jetzt gucken wir uns aber den Jungen hier mal an. Und hier stinkt's. Hier stinkt es gewaltig. Wir haben, nehmen wir mal dieses Spiel. Wir müssen, ich habe bisher immer diese Bewegung hier gemessen. Die hier. So, diese Bewegung, die hat er gestern auf den Tick, hat er diese Marke abgearbeitet. Die viele nicht auf dem Deckel haben, ich habe sie. Hat er diese Marke abgearbeitet, weil man diese Bewegung hier misst. So, wenn dem so ist, dann sind wir aus dem Zeitfenster lange raus. Wir hatten vorher diese Bewegung. Ich mache heute mal ein bisschen länger. Aber nicht viel. Bewegung 1. Bewegung 2. Punktlandung, oder? So. Und dann haben wir, ich weiß, da kommt mal wieder einer aufs Eck und sagt ihm wieder, ja, schräge Linien, schräge Vögel. So. Diese Bewegung hätte nach ABCD da zu Ende sein sollen oder zu Ende sein müssen. Das heißt, wir hätten die 11.420 da, man sieht auch, wie er da gebremst hat die ganze Zeit, 11.420, 11.430 hätte nicht groß überschritten werden dürfen,
um dann die dritte Bewegung zu machen. Aber das dritte Mal ist immer schwerer. Ich sage jetzt mal nichts. Der eine oder andere kennt das. So. Dahin. Und dann hätten wir hier unten endlich die 11.3 geknackt, die uns hier die ganze Zeit bremst. Da unten. Einmal, zweimal, dreimal. So, wenn die hier bricht, dann haben wir richtig Potenzial auf einen Schlag von 150 Punkten vor der Nase. Und demnach ist dem hier einfach nur geschuldet, wenn man das so handeln will, wenn man das ähnlich sieht. Feuer, Marianne, alles, was das Zeug hält, rein, aber immer hier oben. Guckt euch das an, ganz kurz das Bike nach oben, sofort Retour und dann fing das Ding auch direkt wieder an zu fallen. Ob es das jetzt schon war, weiß ich nicht. Wissen tut hier gar keiner was. Wir spekulieren ja alle nur. Aber da hätten wir auf jeden Fall eine Marke. Die Nummer wurde hier nachher ein bisschen erweitert. Der Fehlausbruch hier ist daraus erfolgt. Der sollte jetzt das Potenzial nach unten auch eröffnen. Das heißt, man kann, wenn wir nochmal hier hochlaufen, was durchaus passieren kann, diese Kante hier nochmal anlaufen, hier laufen auch unsere Emmas. Hier kann man sich Short-Einstiege suchen. Hier drunter würde ich sogar dafür plädieren, dass man sich einstoppen lassen kann, wenn das noch ein bisschen dauert. Hier von mir aus noch 3-4 Stunden, dann kann er sogar aus dem Kanal raus und dann kann man die Bestätigung von der 11.380, 11.370 abwarten und dann diese Nummer mitzunehmen, die dann allerdings von der 11.370 200 Punkte nach unten führen sollte. Wir haben nach unten enormes Potenzial. Wir haben diese Bewegung hier in einem Rutsch. Das hier ist nur eine ganz kleine Korrektur dazwischen, die ich noch nicht mal als Korrektur sehen würde, weil wir haben in der Korrektur keinen Trendwechsel. Das hier ist jetzt das erste Mal über verschiedene Zeiteinheiten, dass wir einen Trendwechsel haben. Und demnach haben wir diese Nummer hier nach unten je nachdem, wo wir starten, diese Nummer nach unten offen. Deswegen habe ich heute Morgen geschrieben, das Potenzial, was wir haben, ist enorm und so landen wir schon hier unten unter der 11.000 mit der zweiten Bewegung. Und von da aus könnte dann die nächste Flagge kommen, die ähnlich läuft wie die hier. Da. Und dann können wir wieder zurücklaufen an die 11.2, vielleicht sogar ein Stück weiter bis an die 11.3 hier, an diese Tiefs. Wieder zurück, um dann den dritten Schub zu machen, der dann laufen darf bis darunter. So. Das wäre so ein Plan, den man jetzt handeln könnte. Wohl denen, die Umkehr hier oben mitgemacht haben. Wir haben angefangen bei 11.790 zu shorten. Dazu gehe ich nochmal in den Stundenchart. Wir haben es überall gepostet. So, na komm. Da oben dieser
Diese Übertreibung hier, die konnte man schön sauber shorten. Dieser Move von der 6,20 bis über die 11,8 in wenigen Stunden. Und dann hier nachmittags Punkt 4, genau, Markteröffnung oder 16 Uhr Kerze, die nicht unerheblich ist, genau in diesem Bereich eine Umkehr in Form eines bärischen Engulfings, war ein sehr gutes, sicheres Zeichen, wo man mit Stops oben drüber hier bei der 11,97 rein konnte, mit Stops dort oben drüber. Und so ein Ding muss man einfach nur mal laufen lassen. Mein SL im DAX liegt im Moment, warte, ich habe die Position, die hier von oben kommt, die ist mit 100 Punkten abgesichert bei 11,96, damit ich da wenigstens mit 100 Punkten rausfliege. Und hier, das erkläre ich mal noch und dann soll es das auch schon gewesen sein. Reicht ja denn auch für heute? Ihr habt ja alles mitgeschrieben, ne? Ich frage das ja dann mal nächste Woche ab, ne? Bitte wiederholen Sie alles ab dem guten Morgen. So. Zack. Da haben wir die Bewegung. Hier haben wir diese Bewegung 61,866 mal wieder einmal, zweimal, dreimal angelaufen, um dann abzukacken. Jetzt scheitern wir an der Emma im 30 Minuten und am 50er aus dieser letzten Bewegung. Diese Nummer resultiert daraus, dass ich der Meinung bin, das hier ist die letzte Aufwärtsbewegung und daraus resultiert im Moment Potenzial bis zur 11,280. Das heißt, wir kommen wieder bis an diese Tiefs. Das wären heute 140 Punkte. Und die Stops gehören über diese Hochs. 11,470, 11,475. Ungefähr. Okay. Sind Fragen dazu? Ja, nein, vielleicht. Lutz, das kannst du selber machen übermorgen. Nein, mache ich selbstverständlich. Alles, ja, ich wollte gerade sagen, alles verstanden. Wie hast du mir schön gehört, ist nicht verstanden, verstanden ist nicht angewendet und angewendet ist noch lange nicht richtig angewendet, ne? Okay, wenn Fragen dazu sind, ich gucke mal, ob ich bin short bis zum Kasten, ja, würde ich noch nicht wagen, sondern erst dann, wenn Zielbereich hier kaputt ist. Ja, wir brauchen hier eine Abwärtstrenddefinition, mein lieber Lutz, ist zu früh. Ah, genau, wir haben heute Donnerstag, wir haben heute den letzten Tag für alle Kunden, Interessenten, die ihr Konto über Forex Pro-Systeme laufen haben, die ihr Konto über unseren Link eröffnet haben oder ihr Konto reaktiviert haben, weil sie den Stereotrader bei Forex Pro nutzen wollen oder weil sie mit uns handeln wollen. Ich glaube, Lutz hat sein Konto reaktiviert. Bitte, wenn ihr ein Konto reaktiviert habt, schickt bitte eine Mail an FX Flat, dass ihr dieses Konto reaktiviert habt, weil ihr Euro Pro handeln möchtet oder handeln wollt auf dem MT4-Konto und dass ihr den Stereotrader bei Forex Pro-Systeme nutzen möchtet. Ab Montag ist der Stereotrader bei Forex Pro Systeme kostenlos. Der kostet keine 25 Euro mehr, sondern
Wir drei, Dirk, FXLED und ich, wir teilen uns die Kosten für den Stereo-Trader bei Forex Pro und bestellen ihn den Händlern, die ihr Konto über uns bei FXLED führen und aktiv handeln, stellen wir den Stereo-Trader bei Forex Pro kostenlos zur Verfügung. Bitte nicht so eine Faxen, einfach jetzt einfach ein Konto eröffnen über unseren Link und sagen, guck mal hier, ich habe ein Konto über euch eröffnet, den Stereo-Trader dann nutzen und nichts handeln. Es geht um aktiven Handel. Die Jungs bei FXFED halten ihren Laden aufrecht über die Gebühren, die dort entstehen, die dort bezahlt werden, so wie jedes wirtschaftlich denkende Unternehmen auch. Wenn dort nichts passiert, dann kann man auch nicht erwarten, dass man Leistungen kostenlos kriegt. Deswegen sollen diese Konten auch aktiv gehandelt werden. Also bitte, bitte eine Mail an FXLED. Wer seinen Stereo-Trader noch über uns gebucht hat, bitte morgen eine Kündigung an Digistore schicken. Wenn noch Restlaufzeit da ist, dann ist noch Restlaufzeit da. Wenn ihr die Kündigung schickt, morgen oder übermorgen, ihr könnt die noch Restlaufzeit haben, bis 10. April oder 15. April oder was weiß ich, macht es umgedreht. Holt euch erst einen neuen Lizenzcode bei FXLED, der ist ab Montag, wenn ihr morgen, heute oder morgen dort eine Mail hinschickt und sagt, ihr möchtet den Stereo-Trader bei Forex Pro buchen über FXLED und ihn nutzen, kriegt ihr von dort einen neuen Lizenzcode und eine Anleitung, wie ihr den einfügt. Wenn ihr diesen Lizenzcode habt, fügt ihr den bitte hier in die Plattform ein. Da, ich werde nachher noch einen Kurzfilm dazu drehen. Da kommt der Lizenzschlüssel rein. Da kommt der Lizenzschlüssel hier oben. Lizenzschlüssel für den Stereo-Trader. Nicht hier unten bei Add-ons, da kommt der Euro-Pro-Schlüssel rein, sondern hier oben. Da kommt der Lizenzschlüssel rein. Und wenn dann euer Stereo-Trader bei Forex Pro aktiv läuft, dann drückt ihr aufs Knöpfchen, schickt eine Mail an Digistore und sagt, ich kündige hiermit meinen Stereo-Trader bei Forex Pro. Wenn ihr gar nicht wisst, wie das geht, ihr habt ja Mails von Digistore gekriegt, wenn ihr damit nicht klar wenn ihr gar nicht klarkommt, schickt uns eine Mail, dann schalten wir den für euch manuell ab. Lutz, wir beide können ja gleich nochmal telefonieren. So, ich habe noch bezahlte Laufzeit, da habe ich drüber gesprochen. Muss ein neues Konto öffnen, wenn ein FXLED-Konto da ist. Wenn du unseren kostenlosen Stereo-Trader nutzen möchtest, ist es angebracht, weil es ist unsere Version, es ist unsere Geschichte. Und wenn du den dort kostenlos nutzen möchtest, wäre es angebracht, wenn du ein Konto über unseren Link von unserer Homepage nutzt und ein Konto öffnest dort. So, sind die Bestätigungen, haben wir noch eine ganze Frage, sind die Bestätigungen für das Tagesseminar am 4.6. schon rausgegangen? Nein, sind sie noch nicht, weil wir noch sammeln. Wir brauchen ja eine Mindesteilnehmerzahl. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir kriegen, ich sag mal, 6 Leute, 8 Leute kriegen wir hier bei uns im Büro unter. Dann machen wir das hier, das Tagesseminar. Wenn wir mehr Leute wären, muss ich ein Hotel buchen. Aber bis zum 4.6. ist ja auch noch ein bisschen Zeit. In Ratingen nächste Woche, wer da Interesse hat, kann gerne da hinkommen. Dort sind noch genau 2 Plätze verfügbar für das Auffrischungsseminar Handeln von Europro. Ratingen, noch 2 Plätze frei, dann ist das voll. Genau, Kündigung einfach per Mail an Digistore mit der Buchungsnummer und dann kommt die Bestätigung direkt per Mail zurück. Denkt aber bitte dran, wenn ihr das jetzt macht, wenn ihr jetzt gleich die Mail rausjagt an
Digistore sagt, ihr kündigt euren Stereo-Trader, dann ist der auch sofort abgeschaltet. Loa haben wir, glaube ich, für den 27., 28. Mai angesetzt. Auf den 27. haben wir einen Montag, da ist in der Regel ein bisschen ruhiger. Ich glaube, dort haben wir, muss ich mal nachgucken, 4 oder 5 Anmeldungen, wartet man noch ein paar Tage. In Lohr habe ich, glaube ich, 4 Wochen Stornofrist. Das heißt, nach Ostern muss die Mindestteilnehmerzahl da sein. Wenn die da ist, ist gut, dann findet es auch statt. Euro jetzt Short? Nein. Wir haben noch keinen bestätigten Abwärtstrend. Guckt euch das mal an. Lange Lunte, lange, lange Dochte. Du bist viel zu nervös. Steck beide Zeigefinger in die Nase, dann sind sie von der Maus weg. Ja, kommt drauf an, in welchen. Okay, also hier abwarten. Wahrscheinlich müssen wir uns hier bis um 9 gedulden oder so, bis hier überhaupt was passiert. Und der Junge hier macht wieder alle Ehre. Ihr guckt euch das an. Hoch, nochmal hoch, bestätigt. Denkt dran, um 9 kann es hier nochmal einen Spike geben und dann sollte es Richtung Süden gehen. Wir sollten eigentlich eine Abwärtswoche kriegen, aber wenn ich das hier sehe, bewegen wir uns hier in eine Aufwärtswoche. Das ist aber nur eine Flagge. Wir sind übergeordnet, sind wir ganz klar short und hier wird geflaggt, was das Zeug hält. Und wir sehen, wie auch hier die Bewegung kleiner werden. Ha, ich mache hier mal noch ein kleines schönes Bildchen. Vielleicht wird es ja den einen oder anderen. Schöne Musik, ne? So, und wir kriegen hier ein. Hier hätten wir das erste Dreieck gehabt, was jetzt nach oben verlassen wurde. Da. Das wäre ein schöneres Dreieck gewesen, aber die Nummer, die startet ja hier unten. Und demnach haben wir hier den längeren Schenkel. Das Ding wird in der Regel mit einem Fehlausbruch in die andere Richtung richtig eingeleitet. Und dann, ja, hätte ich jetzt als nächstes gemacht, mein Lieber. Wenn man diese Geschichte nimmt, sieht es so aus. Dann kann er hier noch ein kurzes Spike oben drüber kriegen. Aber wir haben nichtsdestotrotz hier unten die längere Kante und deswegen sollte es so funktionieren, dass er nach unten rausgeht. Wenn ich aber mit Dreiecken arbeite, ich jedenfalls, dann sehe ich das so. Und dann haben wir, ist das hier schon der Fake gewesen. So. Und wenn wir das dann auf die Stunde ausdehnen, kann man es so sehen. Und dann sind wir nämlich gleich in der Spitze und dann sollte hier auch richtig was passieren. Aber es ist, wie gesagt, eine Philosophie oder eine Ansichtssache. Das muss jeder für sich entscheiden. Okay, Aufzeichnung wie immer findet ihr in der Stunde ungefähr öffentlich und auf den Facebook-Accounts, auf allen Facebook-Accounts. Wer Lust hat und Bock hat, kann sich für Forex Trading Handel mit Strategie gerne anmelden. Dort werden wir 3, 4 Mal die Woche unsere Posts morgens mit unseren Marken veröffentlichen. Wie wir die dann handeln und begleiten, das habe ich gestern habe ich es gezeigt. Gestern habe ich das auch in der Facebook-Gruppe mit gepostet. Ansonsten ist dieses unseren Paternostern vorbehalten. Paternoster Club am Rande, bevor die Gäste hier alle weg sind. Am Rande Paternoster Club kann man beitreten, wenn man eine Euro-Pro-Lizenz hat.
und seinen Clubbeitrag bezahlt. Dafür sind alle Online-Leistungen für dieses Jahr komplett inklusive, alle Webinare etc. Bedingung ist, dass man bereit ist zu lernen, dass man wirklich lernen will und nicht nur zum Meckern hinkommt. Dann seid ihr herzlich willkommen. Wir freuen uns auf euch. Und wenn der eine oder andere Gast uns verlässt und sagt, okay, diese Woche war ja eigentlich gar nicht so schlecht, würde mich mal interessieren, wie die das weitermachen, schickt uns eine Mail. Wir freuen uns auf Zuwachs. Okay? In diesem Sinne sage ich erstmal danke für alle, die sich die Zeit genommen haben und hier auch als Zaungäste dabei waren. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben in unsere Handelsweise, so wie wir die Märkte durchforsten, so wie wir uns Entries suchen, wie wir uns Marken suchen und wie wir die handeln und konnten vielleicht den einen oder anderen auch von unserer Arbeitsweise, Handelsweise überzeugen. Auch wenn wir nicht kommunizieren wie der liebe Sparkassenvertreter von nebenan, sondern so wie wir nun mal sind. Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und wer das noch ein paar Mal hören will, kann sich auch gerne das nächste Quartal bei uns einklinken und kann das Servicepaket über unsere Homepage buchen. Ne? In diesem Sinne, Ulrich, um deine Frage noch zu beantworten, wenn du eine Lizenz hast für DAO Pro, kannst du die auf so viel Rechnern laufen lassen, wie du willst, aber nur auf deinen Konten. Jede Lizenz ist auf deine Kontonummer mit deinem Namen verknüpft. Das heißt, du kannst sie nicht deinem Kumpel noch geben oder an eurem Stammtisch noch an 8 andere Leute weiterverteilen, bloß damit ihr mit der irgendwie ein Zwanni spaßt, ne? Aber ihr könnt sie auf so viel Konten handeln, wie ihr möchtet. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Tschüss, tschüss, moin, moin. Bis Dienstag früh. Euer Thorsten. Bleibt sauber.